Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Dank Förderzusage. Kunstsammlungen können von der Südsee träumen. Kita Anne Frank macht Platz für mehr Bewegung und Ernährung brauchen Unterstützung. Tag aktuell. Das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Und gleich zu Beginn dieser Sendung möchte ich so ein klein wenig Urlaubsfeeling hier im Studio verbreiten. Das ist dann die richtige Stimmung für unser erstes Thema der Sendung. Der Traum vom Paradies. Max und Lotte Pechsteins Reise in die Südsee. Unter diesem Titel widmen die Kunstsammlungen Zwickau vom 9. Juli bis 3. Oktober dem bedeutenden Sohn der Stadt eine einzigartige Sonderausstellung. Bereits in dieser Woche erhielt die Oberbürgermeisterin von den beiden Enkeln des bedeutenden Expressionisten und Namensgeber des Museums eine außergewöhnliche Schenkung. Es handelt sich um eine beidseitige Ölmalerei auf Pappe bzw. Papier, welche als Füllung für ein Paravent diente. Wie Kuratorin Annika Weise herausfand, erfüllten die zwischen 1945 bis 1947 entstandenen Tafeln zunächst einen ganz pragmatischen Zweck, nämlich als Sichtschutz für Aktmodelle. Die Enkelin des Malers kann dies bestätigen. Weil mein Vater hat nämlich als das Atelier geräumt wurde, 55, diesen alten Paravent selber dort abgeholt. Und er stand so mit einem kleinen Stühlchen in der Ecke, also so wie man sich eine kleine Umkleide vorstellt. Das vielleicht noch ergänzend als Geschichte dazu. Dann hat er natürlich ein bisschen schlechtes Dasein gefristet, bis er dann eben als Leihgabe hier nach Zwickau gekommen ist, wo er dann durch eine Diplom-Restauratorin wieder aufgearbeitet wurde. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass er hier einen endgültigen Platz gefunden hat und dann noch dazu diese schöne Ausstellung. Ich glaube, das wird ein Highlight für Zwickau werden. In der neuen Sonderausstellung Der Traum vom Paradies ist die Schenkung der Max-Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft erstmals zu sehen. Erstmals und chronologisch arbeiten die Kunstsammlungen darin den Südseeaufenthalt von Max und Lotte Pechstein auf, den die Frau des Malers akribisch festgehalten hat. Na, Anlass der Ausstellung war eigentlich die Schenkung des Tagebuchs von Lotte Pechstein vor gut einem Jahr. Wir haben uns da wahnsinnig gefreut, dass die Urheberrechtsgemeinschaft dieses wichtige Dokument eigentlich in die Öffentlichkeit gibt, weil es auch sehr, sehr persönliche Worte sind von Lotte, die entstanden sind während dieser berühmten Palau-Reise, also in den Südpazifik, den das Ehepaar Pechstein 1914 ja gemeinsam gemacht haben. Die Reisetagebücher offenbaren sowohl die unterschiedlichen Perspektiven als auch die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Bislang unbekannte Südseeszenen von Pechstein werden historischen Fotografien und seltenen Objekten der palauischen Kultur an die Seite gestellt. Es werden ungefähr 15 Gemälde zum Thema zu sehen sein, auch das Spätwerk. Da hat er ja auch wieder in den 50er Jahren noch einmal das Thema aufgegriffen. Und was aber ganz besonders ist in dieser Ausstellung, dass wir auch zeitgenössische Fotos von einer Expedition, die nur wenige Jahre vor den Pechsteins in der Südsee stattfand, zwischen 1908 und 1910. Und die stammen aus dem Völkerkundemuseum in Hamburg. Und interessant werden dann auch diese Zeugnisse aus Palau selbst sein, die wir vom Dresdner Völkerkundemuseum bekommen. Da wird man ein Ruder, ein Kanu, also alles Modell, ein Bai, so ein Gemeinschaftshaus sehen als Modell. Highlight der Ausstellung dürfte zweifellos der mehr als 150 Jahre alte Palau-Balken werden. Den Pechstein auch schon damals 1910 im Völkerkundemuseum in Dresden, damals noch im Zwinger gesehen hat und der die Kunst der Expressionisten so beeinflusst hat. Und da sieht man auch diese vereinfachte Formsprache der Einheimischen, die ja die Kunst der Expressionisten ja weg wollten von allem Zivilisatorischen. Das kann man da sehr, sehr schön im Vergleich sehen. Also diese chiffreartige Zeichnung, diese Verknappung, die also dann ja auch der Expressionismus kultiviert hat. Ab 9. Juli ist der Balken gemeinsam
gemeinsam mit den Palau-Bildern und dem Reisetagebuch in den Kunstsammlungen zu sehen. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt dem finanziellen Engagement von Pechstein-Förderern wie der Zwickauer Energieversorgung, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Zwickau. Also Max Pechstein ist ja einer der großen Zwickauers und die Idee vom Traum vom Paradies in Zwickau, das klingt doch als Schlagzeile so toll, Zwickau ist toll und das ist wieder eine Bereicherung für die Kulturlandschaft Zwickaus und deswegen waren wir da Feuer und Flamme auch für das Thema. Das dürften im Sommer auch die Besucher sein, wenn die Ausstellung Der Traum vom Paradies ihre Pforten im Max-Pechstein-Museum öffnet. Das Interesse, und das hat der Medientermin in dieser Woche gezeigt, ist bereits jetzt riesengroß. In der Marienthaler Kita Anne Frank war in den vergangenen beiden Tagen großer Frühjahrsputz. Kinder, Eltern und Erzieher haben das Außengelände von Laub und dem Schmutz des Winters befreit. Die Freiluftsaison ist damit eröffnet. Wer einen schönen Garten haben will, der muss dafür auch selbst was tun. Natürlich haben die Kleinen nur kindgerechte Arbeiten übernommen. Beim Rest wurden sie von ihren Eltern, aber auch den Erziehern und dem Hausmeister unterstützt. Mittwochnachmittag ging die Aktion los. Seit 15 Uhr wird hier in unserem Garten, in unserem Außengelände geputzt, geschrubbt, gekehrt und unser Garten, ja, ich sage mal, für den Sommer aufgehübscht, ne, damit das wieder frisch aussieht, dass die Blümchen wachsen können und dass sich unsere Kinder hier im Garten wohlfühlen. Ganz wesentlich, unser Ziel ist heute und was ich auch ganz wichtig halte, das ist ein Startschuss für unser Projekt. KIKO-Projekt ist ein Gesundheitsprojekt, ein präventives Gesundheitsprojekt, wird von dem KIKO-Team begleitet und unterstützt und finanziert wird es von der Techniker Krankenkasse. Bewegung wird in der Kita Anne Frank großgeschrieben. Im Außenbereich herumtoben, sich auch sportlich betätigen, ist gerade für Kinder enorm wichtig. In den nächsten Tagen und Wochen werden dafür noch weitere Voraussetzungen geschaffen. Wir werden die Slackline wieder aufbauen, wir werden ein Feld auf die Platten malen für zwei Völkerball. Wir werden ganz viele Orte in diesem Garten installieren, die zur Bewegung anregen. Das ist Ziel und Inhalt des Projektes und das ist unser Startschuss heute fürs Projekt. Den wahrscheinlich härtesten Job hatten zwei Männer, die die Wurzeln von alten Büschen aus dem Boden entfernen mussten. Widerspenstig hielten sich die Ballen im Boden fest, aber irgendwann gibt auch das stärkste Gestrüpp auf. Die Kinder haben damit wieder mehr Platz für Bewegung. Hier soll ganz viel Bewegung reinkommen. Das ist die Vorbereitung für einen ganz, ganz großen Wunsch der Kinder. Wir wünschen uns einen Bolzplatz, einen Fußballplatz. Und hier wird schon ganz vorsichtig vorbereitet in der Hoffnung, dass sich doch irgendwo jemand findet, der uns unterstützt oder wir das aus eigenen Kräften mit unseren Eltern irgendwie umsetzen können. Wer die Kita bei diesem Vorhaben unterstützen möchte und wenn es fürs Erste auch einfach nur zwei Fußballtore sein mögen, kann sich in der Kita Anne Frank in Marienthal melden oder im Zwickauer Amt für Schule, Soziales und Sport. Werbung. Endlich, die Tour zum neuen Album von Gleis 8 kommt nach Zwickau. Das Trio um die ehemalige Rosenstolz-Sängerin Anna R. gastiert am 29. April im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Getragene Melancholie gepaart mit zupackender Energie, das ist Gleis 8. Die Endlich-Tour 2016 am 29. April in der Neuen Welt. Jetzt Karten sichern. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Damit ich halbwegs fit bleibe, denn im Alter kommen ja immer mehr Beschwerden dazu. Und so fühle ich mich wohl. Ich gehe schon 6 Jahre hierher. Und mir geht es nicht ums Auspowern, sondern um die Beweglichkeit. Ich gehe vor allem in die Kurse. Man kann sich vielseitig betätigen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Oh.
Übertrieben Sie vor Freude. Die Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso schon ab 189 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Die Sparkasse Zwickau erhöht die Kontoführungsgebühren ab Juli um 1,40 Euro. 13 Jahre konnten die Preise stabil gehalten werden, doch die anhaltende Phase niedriger Zinsen hat diesen Schritt notwendig gemacht. Seit 2003 waren die Gebühren gleich geblieben. Gleichzeitig hat das Kreditinstitut aber ständig in neue Technik und die Ausstattung der Geschäftsstellen investiert. Die Aktion Zwickau zeigt Herz geht am Samstag in die zweite Runde. Nachdem bereits in der Vorweihnachtszeit zu einem Lichtelumzug durch die Innenstadt aufgerufen wurde, soll nun ein Blumenumzug folgen. Wie bereits im Dezember soll der Umzug mit dem gemeinsamen Singen von Liedern beendet werden. Treffpunkt ist am Samstag 16 Uhr vor der Katharinenkirche. Nach dem Giftunfall gestern Mittag im Plauener Stadtbad war die Schwimmhalle heute wieder offen. Ein Mitarbeiter hatte vermutlich durch Kohlenmonoxid gesundheitliche Beschwerden bekommen. Die gesamte Einrichtung wurde daraufhin evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen war das Blockheizkraftwerk defekt. Es wurde umgehend abgeschaltet, sodass alle Räume wieder gefahrlos betreten werden können. Im Einsatz waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Plauen Stadt Mitte, der Berufsfeuerwehr und Gefahrgutexperten aus umliegenden Gemeinden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Jetzt wird's musikalisch hier bei uns in der Sendung. Aber bevor es die Musik gibt, möchte ich natürlich meinen Studiogast auch noch anständig vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Christian Nölzold, den Sänger der Zwickau-Band Enero. Hallo, schön hier zu sein. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Die Band Enero braucht die Unterstützung der Zwickauer. Habe ich das soweit erstmal richtig verstanden? Genau. Ja, ihr wollt bei der Newcomer Night sozusagen vor dem Zwickauer Stadtfest auftreten. Ja. Wofür braucht ihr da die Unterstützung unserer Zuschauer? Das ist ganz einfach so. Wir haben schon öfters im Gasometer gespielt. Und es ist natürlich ein Traum für eine Band, auch dort spielen zu können. Auf einer großen Bühne und einfach ganz viele Leute dort, viele coole Bands. Und dieses Jahr werden zwei Bands gevotet. Mhm. Also aus insgesamt 8 Bands werden 2 Bands in diese Lostopf geschmissen und dann dürfen die dann auch auf der Newcomer Night spielen. Okay, ihr seid also drin in dem Lostopf. Ja. Jetzt fehlt es nur noch an Klicks, kann man sagen. Genau. Wo steht ihr derzeit? Erster Platz, letzter Platz? Oder wir stehen derzeit momentan auf dem 3. Platz. Also noch aussichtsreich? Sehr aussichtsreich. Ja, aber hallo. Und man sollte auch sagen, ihr seid die einzige Zwickauer Band, für die man voten kann. Genau, das stimmt. Ja, also alle anderen, die kommen, wo kommen eigentlich so die Mitbewerber her? Aus Jena, aus Waldsassen, also alles so ein bisschen weiter weg. Oh, Thüringen, Bayern, also genau. Okay. Also liebe Zwickauer, eine Zwickauer Band braucht Unterstützung. Kriegen wir das hin? Ich denke doch, oder? Aber ich habe noch eine Idee. Bevor die Zwickauer jetzt sagen, ja, für wen voten wir denn da, hast du uns ein bisschen Musik mitgebracht, die wir mal anspielen können, dass wenigstens die Zuschauer auch sehen, wer ihr seid, wer ist Enero. Haben wir da was? Ja, aus dem aktuellen Album, das aktuelle Musikvideo von Let's Go Dance. Da schauen wir jetzt mal rein. Sounds. No, I don't wanna hear it deep. It makes me call it down. We had this.
Musik von Enero, richtig schöne Mugge. Und die könnte man auf dem Zwickauer Stadtfest, also auf der Newcomer Night, hören. Aber es muss gevotet werden für euch. Ja. Wie können die Zuschauer das machen? Das ist ganz einfach. Also die meisten, die voten, machen das bei uns über Facebook. Mhm. Einfach Facebook Enero Zwickau eingeben. Mhm. Und dann kommt ihr auf unsere Seite und da steht dann ein Link. Den müsst ihr nur anklicken und dann seid ihr genau beim Voting. Ach, das ist also das offizielle Voting vom alten Gasometer, kann man sagen. Ja, genau. Hm, okay, also am besten Enero Zwickau bei Facebook eingeben. Ich glaube, das müsste auch funktionieren, wenn jemand nicht bei Facebook angemeldet ist. Das sind ja öffentliche Beiträge. Genau. Ne? Also auch keine Ausrede, ich bin ja nicht bei Facebook. Es funktioniert auch so oder über den alten Gasometer. Wann ist die Newcomer Night für alle, die sich das schon mal anstreichen wollen? Das jetzt im Sommer, wann? Den Termin schon im Kopf? Nein, den habe ich jetzt momentan nicht im Kopf. Aber das ist traditionell der Donnerstag vor dem Stadtfest. Das ist traditionell der Donnerstag. Da ist also auch in diesem Jahr wunderbar. Ja. Also bedanke ich mich ganz herzlich, Christian Nötzold, den Sänger von Enero. Wir haben ihn gerade schon mal gehört. Und jetzt drücken wir den Daumen, dass ihr die Votes und Klicks kriegt. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Dankeschön. Die Westsächsische Hochschule Zwickau und das August-Horch-Museum laden am Freitag wieder zur langen Nacht der Technik ein. Auf dem Campus Scheffelberg bekommen die Besucher unter anderem Einblicke in die Labore der Fakultät Kfz-Technik, die in diesem Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum feiert. Zwischen WHZ und dem Museum wird es wieder einen kostenlosen Bus-Shuttle geben. Außerdem bieten die Zwickauer Verkehrsbetriebe einen verlängerten Service an. Die lange Nacht der Technik beginnt 18 Uhr und dauert bis 1 Uhr in der Nacht. Der Sänger Felix Mayer spielt am Samstag mit seiner Band im alten Gasometer. Sie präsentieren das erst vor wenigen Tagen erschienene Album Fasst euch ein Herz. Stilistisch bietet der Künstler eine Mischung aus Chanson, Folk und Pop. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr. Der sächsische Landesbischof Carsten Renzing ist am Samstag in der Glauchauer Sachsenlandhalle zu Gast. Grund ist der dortige Kirchvorstehertag und das Kirchchortreffen. Renzing wird einen Vortrag über das geistliche Leiten halten, aber auch den Abschlussgottesdienst feiern. Zu der Veranstaltung werden etwa 500 Teilnehmer erwartet. Werbung. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit Ihrem Fachwissen und Ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job.
Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602-6342. Wolf und Poser Merane, wir bauen Ihr Traumbad komplett und aus einer Hand. Egal ob Neubau oder Renovierung, bei uns finden Sie Ideen, Anregungen und vor allem Ihren kompetenten Partner für Bäder, Wellness, Heizung und regenerative Energien. Mit Wolf und Poser gehen Sie auf Nummer sicher in Sachen Planung, Ausführung und Bauüberwachung. Von der ersten Skizze über die Auswahl aller Komponenten bis hin zur Koordinierung des gesamten Bauablaufs stehen wir Ihnen mit Know-how und Erfahrung aus anderthalb Jahrzehnten Bäderbau zur Seite. Machen Sie aus Ihrem Bad ein Traumbad, einfach und aus einer Hand mit dem Service von Wolf und Poser Merane. Schöne Bäder, komplett und viel mehr. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Bedeutet hören, die Welt um sie herum zu hören, zu genießen, was das Leben zu bieten hat, ohne Anstrengung, jeden Tag, in jeder Situation. Signia Hörgeräte sind fast unsichtbar und lassen sie das Leben in vollen Zügen genießen. Signia, life sounds brilliant. Testen Sie jetzt unsere Siemens und Signia Hörgeräte. Ihren Premium-Akustiker finden Sie unter signiahörgeräte.de. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Nach drei Auswärtsniederlagen in Folge ist dem FSV Zwickau am Mittwochabend beim FC Oberlausitz-Neugersdorf ein verdienter 3:2 Auswärtssieg gelungen. Vor knapp 900 Zuschauern wurde es vor allem gegen Ende der Begegnung noch einmal richtig spannend. Durch Tore von Christoph Göbel und zweimal Davy Frick führten die Gäste bereits mit 3:0. Neugersdorf kam schließlich noch bis zum 2:3 heran. Trotz 4 Minuten Nachspielzeit blieb es am Ende beim knappen Zwickauer Erfolg. In Marienthal wird am Sonntag wieder der Hochhaustreppenlauf ausgetragen. Bereits zum 4. Mal kämpfen Profi-, Freizeit- und Spaßläufer um Bestzeiten. Dafür müssen insgesamt 166 Stufen über 10 Etagen absolviert werden. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen. Die Veranstaltung ist gleichzeitig wieder Wertungslauf für den Tower Running Cup der Deutschen Meisterschaft der Treppenläufer.
Der erste Start erfolgt um 10 Uhr. Bis Mittwoch hatten sich bereits 90 Teilnehmer angemeldet. Die Synchronschwimmerinnen des SC Flamingo nehmen am Wochenende als einzige sächsische Starter bei den süddeutschen Altersklassenmeisterschaften in Brackwede teil. Die Zwickauerinnen treten mit 11 Aktiven an. Neben Solos, Duetten und einem Gruppenstart sind alle zusammen auch in der offenen Altersklasse mit der Kombination zu erleben. Bei den Meisterschaften sind insgesamt knapp 140 Synchronschwimmerinnen am Start. Am Freitag zeigt sich der Himmel überwiegend bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Es bleibt niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen von 2 bis auf 12 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Das Wochenende wird durchwachsen und kühl. Sonne und Wolken wechseln sich mit Schauern ab. Wechselhaft beginnt auch die neue Woche mit Höchstwerten von gerade einmal 8 Grad. Pollenflugvorhersage für die Region Zwickau. Birkenpollen sind derzeit stark vertreten. Die Belastung durch Pappel, Ulme, Buche und Weide ist eher mäßig. Wenn man auf die Wetteraussichten schaut, vor allem die Wetteraussichten für das bevorstehende Wochenende, ach, da fragt man sich, Mensch, wann kommt denn mal endlich der Frühling? Ich kann Ihnen aber eines versprechen. Bei Television Zwickau gibt es den Frühling in musikalischer Form, nämlich in Form eines Konzerts der Chorvereinigung Sachsenring. Wunderschöne Frühlingsmelodien und das Ganze auch noch richtig witzig. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, Samstag und Sonntag jeweils 18 Uhr, unser Kulturmagazin mit frühlingshaften Klängen der Chorvereinigung Sachsenring. Nur mal jetzt schon so als Ankündigung, dass Sie es schon mal gehört haben. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen.